Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hierbleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Mutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie ich eine der nur eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir.
Holy Schmolz, das ist ja mal ein Einstieg. Ein bisschen was haben wir jetzt erfahren. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei mir, bei eurem Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Wir spielen Horizon Zero Dawn, denn das war gerade im Steam Sale bei -50%. Wir spielen es auf dem PC, folglicherweise, und nicht auf der PlayStation, denn das ist die Complete Edition. Und ja, ich weiß so gut wie gar nichts über das Spiel. Ich weiß, es ist ein Third-Person-Action-RPG, irgendwie so in die Richtung. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nichts. Ich weiß, okay, das ist irgendwie postapokalyptisch und das war's. Und deshalb, wir gehen sehr, sehr nackt rein, sehr, sehr blind rein in das Ganze und ich freue mich schon. Ja, herzlich willkommen. Und da steht, wir sind Sony Interactive, Datenschutzrichtlinien, was sind Spieldaten? Okay, fortfahren mit vollständigen Datensuche. Geht schon ab die Party. Okay, jetzt haben wir mal quasi den Prolog uns angesehen. Das ist immer so typisch. Du startest das Spiel und denkst dir, du machst noch die Einstellungen. Dabei geht das schon los und ich musste das vorher abwürgen. Naja, macht ja nichts. Schön, dass wir da sind. Ich werde die Einstellungen jetzt mit euch machen zusammen. Und das bedeutet, wir sind jetzt im Schwierigkeitsgrad normal. Brotkrümel-Navigation ein, Wegpunktgruppen, ja, wird schon passen alles. Das Ding ist eher so in die Richtung, wir haben die Untertitel schon ausgeschaltet. Das ist schon mal schön. Aha, 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 nichts invertiert, das ist schon mal geil. Audio 100%, Untertitel anzeigen aus, das ist schon mal sehr gut, ja. Yep. Anzeige, so, wir haben unsere WQHD-Upscaling-Methodik, das könnten wir jetzt machen. Wir könnten versuchen, ah, Moment, mich ruft genau jetzt natürlich wer an, das ist so typisch, naja, Entschuldigung kurz. Okay, mein Gott, das ist so typisch. Einfach, eine Nvidia DLSS, das können wir machen. So, wir gehen auf Qualität. Ausgewogen, Leistung, Ultraleistung. Okay, wir gehen auf Qualität, natürlich gehen wir auf Qualität. So. Was wäre, wenn wir es ausgeschalten hätten? Natürlich nehmen wir es, oder? Ich glaube, das ist gut. Ich denke, das ist gut. So, volle Pulle ab. Ding, FPS. Nein, nicht unbegrenzt, auf keinen Fall unbegrenzt. Wir werden auf 60 Frames schalten. Auto, randlos, Monitor, das ist der Monitor 2, ist von mir aus okay. V-Sync schalt mal ein, weil Display, nicht DisplayPort, wie heißt das schnell? Ja, diese G-Sync, wenn ich das benutze, dann ist die Aufnahme meistens im Arsch. Okay, Grafik, ja. Ja, will ich anwenden. So, ultimative Qualität, okay, das passt, damit kann ich leben. Ah, Bewegungsunschärfe, die werden wir wahrscheinlich später mal ausschalten, aber okay, jetzt passt's mal. Ja, sehr nice. Dann gehen wir mal in ein neues Spiel. Schwierigkeit, normal, natürlich. Los geht's. Aloy! Aloy! Du hast lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Oh, komm schon. Ah!
Rust! Hier unten! Rust! Rust! Er hört mich nicht. Ist das eine Art Höhle? Das muss wohl eine Höhle sein. Ah, wir sind schon mittendrin. Okay, ich kann die Kamera steuern. Das ist nice. Ich kann mich hier bewegen. Es ist typisch Sony. Ach, herrlich, ich liebe es. So schön mittendrin. Okay, ich tue mich mal weg, weil ich weiß nie, wann da was kommt. Außerdem habe ich gerade was im Auge, das mir meine Augen schön brennen lässt. Gibt es hier einen Scan-Modus? Ich bin gerade frisch aus dem Let's Play von Halo Infinite draußen und da konnte man immer die Umgebung scannen und da wird man relativ süchtig danach. Oh. Alter, ist die Grafik geil. Mir gefällt die Grafik sehr, sehr gut. Ziemlich eng, aber ich passe durch. X, okay. Oi, oi, oi. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Wie cool ist denn das bitte, die Metallwelt? Kann ich da schon Dinge sammeln? Ich hoffe mal, dass ich hier Dinge sammeln kann. Mann, sie wird so ausgestoßen. Das ist so gemein. Das ist fast zum Weinen, wirklich. Rust sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Aloy. So heißt unsere Protagonistin hier. Das sieht ja echt cool aus, alles hier. Sehr, ja, die Metallwelt, die ehemalige Metallwelt. Aber wie weit ist das zurück? Ist das unsere Erde? Ist das überhaupt eine Erde? Wo sind wir hier? Ach, da gibt es noch so viel zu erkunden. Es ist so interessant, das Ganze. Was ist denn das? Oh mein Gott, da will ich hin. Ich will dorthin. Wie komme ich dorthin? Wie komme ich dorthin? Hüpfen. Wow, sie kann viel. Ja, wo komme ich wohl nicht hin? So ein Scheiß. Vielleicht mal später irgendwann. Vor allem, wie sie läuft. Das ist so cool. Sie hat so viele Animationen. Das klingt so, wie wenn alles einstürzen würde bald. Da vorne ist irgendwas. Was ist das? Ein Toter. Aha, ein Toter. Ist das jetzt gut oder schlecht? Da glänzt doch etwas. Untersuche das seltsame Gerät. Wir können vielleicht doch was scannen. Schalte den Fokus und drücken von RS ein oder aus. Ja, wie geil ist denn das bitte? Hallo? Das ist ja unglaublich. Oh, ich bin jetzt schon gehuckt fürs Spiel. Das ist ja nice. Das muss eine hochtechnologische Zivilisation gewesen sein, die irgendwie den Untergang gefunden hat. Und natürlicherweise wollen wir wissen, wie ist das passiert? Alter, ist das geil. Ich liebe es jetzt schon. Glaube ich. Ich weiß nicht. Aber es wurde ja gelobt, das Spiel. Es ist ja auch schon älter, das Ganze. Also es ist ja nicht so, dass es ein neues Spiel wäre, wo man erst rausfinden muss, ob es gut ist. Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus.
Verwende das Gerät, um den Raum zu scannen. Wie geht die nur auf? Bunkertür, Stromstatus aus, Brandschutztür, verstärkt, Verschlussintegrität erhalten. Noch mehr Lichter, da ist was. Code Nexus. Es hängt mit der Tür zusammen. Sicherheitsverschlüsselungsport mit holographischem Display. Die Daten zeigen erforderliche Einstellungen für Holoschlösser in der Nähe. Ah ja, schau dir das an. Man sieht das Kabel drüber laufen. Ah, so läuft das. Okay, und hier haben wir was. Holoschloss, elektromagnetisches Sicherheitsmechanismus mit holographischem Standard-UI. Interface nicht verfügbar. Wir werden das jetzt mal versuchen hier. Dass wir hier weiterkommen. Also sie ist ziemlich langsam, wenn sie fokussiert. Das merke ich jetzt schon. Ah, ist das cool. Ich liebe es. Ich liebe es jetzt schon. Aha. Das war irgendeine Einrichtung früher mal. Für irgendwas. Und die scheinen schon weite Generationen hinten geblieben zu sein. Also, das erinnert mich etwas an Dr. Stone. Falls man das Manga, den Manga kennt. Wo die Leute 3000 Jahre in Stein verwandelt wurden. Und dann nach und nach. Ja, ziemlich geil. Könnt ihr euch einmal geben. Holoschloss. Holoschloss gegen Uhrzeigersinn drehen, im Uhrzeigersinn drehen. Gehen wir mal gegen den Uhrzeigersinn. Ein Farbwechsel. Kehre zur Tür zurück. Kriegen wir das hin? Der Code Nexus. Ich frage mich, ob so ein Code Nexus für uns einen Wert hat. Die Frage stellt sich wirklich. Soundtrack gefällt mir auch schon grundsätzlich sehr atmosphärisch. Und da kommt ja bald, oder wahrscheinlich, wenn das hier ausgestrahlt wird, ist demnächst ein Farbwechsel an der Tür. Der zweite Teil da. Plus 2 steht hier. Öffnen wir. Geschafft! Ja, wie cool. Ein Geschenk aus der Vergangenheit. Finde einen Ausweg. Was ist denn das? Hä? Direktor Evans, Eilmeldung vom USRC. Black Quartz verschlüsselt. Ich habe die Nachricht auf das Holoraster geroutet. Zum Betrachten. Was ist das alles? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Was ist das alles? Helft mir! Wie cool. Geschenk aus der Vergangenheit. Ich scanne halt durchgehend, weil ich noch keine Ahnung habe, was ich machen soll. Was haben wir denn hier? Komme ich nicht vorbei, okay. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Was ist das? Holo-Displays, genial. Und noch ein Gerät, wie das, was im großen Raum. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac! Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir! Zeig's mir nochmal! Nicht besser, er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac! Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Nice. Cooles Storytelling haben sie wieder mal. Wie komme ich da durch? Ich will durch diese Dinger durch. Das sind nämlich schon mehrere abgesperrte Bereiche gewesen. Bin da noch nicht ganz. Es ist mir noch nicht ganz klar, was wir
wie wir das hier jetzt machen. Zwäng dich durch die Lücke. Okay. Ein Geschenk aus der Vergangenheit. Hier sollte ich lang. Und da kann ich lang. Also gehen wir natürlich dorthin, wo wir bis jetzt noch nicht waren. Hey, was ist das? Ich hätte das gerne, bitte. Vorher ging es doch einfach mit Scannen. Kann ich das so machen? Oder wie geht das? Wie komme ich da ran? Gar nicht, wie es ausschaut. Scheiße. Ich hätte das gern gehabt. Hey, was haben wir denn hier? Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Shana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Hoi, das klang sehr stark nach Selbstmord. Wie komme ich an das Ding jetzt ran? Ich will doch nur da ran. Yeah! Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber, gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Wahrscheinlich zu Recht. Interessant. Datenpunkte aus der Vergangenheit. So viele gibt es wohl gar nicht. 36, das klingt jetzt nicht so nach extrem viel, wenn wir schon dann 3 haben. Wenn wir schon fast 10% davon haben. Naja, schauen wir mal. Hey, noch was. Ah, das gefällt mir. Warum das gefällt sind Sie mir. Hier gestorben? Was ist passiert? Ich meine, ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier so, wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Was? War's das? Die Nachwelt? Was? Ich bin nicht dabei. Und Machu Picchu. Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Ich bin gerade etwas verwirrt, aber es ist definitiv die Erde. Machu Picchu ist bei uns. Außer wir sind auf einem anderen Planeten. Die Erde wird sich bald auflösen. Wie Schnee. Die Sonne aufhören zu scheinen. Doch Gott, der mich nach hier unten rief, wird ich mal heil sein. Leicht angeknackst. Und vielleicht ist das alles, was ich brauche, weißt du? Als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast, in diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln. Ich musste wegschauen, sonst hättest du es gesehen. An meinem Gesicht. Das, was gerade in mir erblüht war, verstehst du? Es war nur eine Sekunde, aber ich wusste es. Ich wusste, wir wären für immer. Okay, für immer was? Ist es deshalb, weil die Datenpakete so beschädigt sind? Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine,
unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Er ist da. Rost hat mich gefunden. Hier unten. Ich komme. Ich komme. Ja, wir kommen. Ausweg. Schaut gut aus. Sehen wir uns das an. Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Okay. Oh mein Gott, kein Spiel mit dem Spielzeug. Kein murmelndes Spielzeug. Oh mein Gott, es ist so cool, es ist so cool. Oh, wie geil. Ah, ein Geschenk aus der Vergangenheit. Abgeschlossen und damit der erste Cut.